So, es wird mal wieder Zeit für ein Live. Es ist schon etwas her, denn ich hatte überhaupt gar keine Stimme für ein Live. Mich hat es ordentlich erwischt mit einer fetten Erkältung. Long story. Jedenfalls, jetzt kann ich wieder reden und muss mir das Reden auch nicht mehr für die ganz wichtigen Dinge aufheben. Und freue mich deswegen, diesen Impuls mit dir zu teilen, denn die nächsten Tage wird es jeden Tag einen Intentionsimpuls geben. Weil wir befinden uns am Ende des solaren Kalenders und vor allem stehen die Rauhnächte vor der Tür. Das heißt, das ist diese magische Zeit, in der wir traditionell in unserem Kulturkreis wirklich die Wünsche für das kommende Frühjahr, für die Zeit, in der das Licht zurückkommt, gesetzt haben. Und das ist eine Zeit, in die auch ich sehr gerne eintauche. Und das auch sehr gerne mit anderen mache. Das machen wir dann gemeinsam bei Set Your Intention. Und um auf diese Zeit so ein bisschen vorzubereiten, habe ich mich dazu entschlossen, einfach jeden Tag jetzt einen kurzen Intentionsimpuls rauszugeben. Denn mir ist aufgefallen, mal wieder, ich merke das ja auch nicht immer, dass ich jetzt zum Ende des Jahres hin, vor ein paar Wochen ist es mir schon aufgefallen, da habe ich mein Vision Board angeguckt, was ich auch immer mache. Das heißt, ich erzähle das nicht immer nur anderen, sondern ich mache selber auch ein Vision Board und habe festgestellt, wow, es ist alles, alles wahr geworden, bis auf eine einzige kleine Sache und das war der Schnee. Das ist okay. Also es war vor 2 Wochen genau, war der Moment, wo ich dann wirklich den Haken hinter das letzte Ding machen konnte, was ich auf meinem Vision Board hatte, bis auf den Schnee. Den habe ich dieses Jahr noch nicht gesehen. Doch. Das Jahr ja auch noch nicht zu Ende. Das heißt, bis zu dem Punkt, wo ich mein Vision Board mache, das ist meistens Mitte Januar, bis zu dem Zeitpunkt kann es noch schneien. Also wer weiß, was passiert. Jedenfalls habe ich das nochmal für mich auch als Anlass nehmen wollen, dir so ein paar Tipps und Tricks und Ideen mitzugeben, wenn es um das Thema Intentionen geht. Was mir als allererstes total wichtig ist und was mir echt immer wieder auffällt, ist, dass wir ganz viele Ideen haben. Und das ist so ein bisschen wie wenn wir auf eine Reise gehen, dass wir loslegen und irgendwo hin wollen, ohne genau zu wissen, von wo wir eigentlich aus starten. Und ich finde es immer total hilfreich, zum Anfang überhaupt meinen Standort zu bestimmen, zu wissen, wo stehe ich eigentlich, bevor ich zum Beispiel auf ein Vision Board, was eines von ganz vielen Tools ist, die wir nutzen können, zu nutzen. Und das ist der Impuls, der Intentionsimpuls für heute, wirklich nochmal deinen eigenen Standort zu beobachten und zu gucken, wo stehe ich eigentlich, wo befinde ich mich jetzt gerade. Sprich, wie ist meine aktuelle Situation, wie fühlt es sich an, wie fühlen sich vielleicht auch meine verschiedenen Lebensbereiche an, in denen ich gerade bin, weil wir haben ganz oft, das stelle ich immer wieder fest, auch in der Arbeit, mit den Menschen, mit denen ich arbeite, dass wir irgendwelche Wünsche haben und irgendwelche Ideen haben, die irgendwo herkommen. Und wir uns nicht immer fragen, woher die eigentlich kommen, sondern die sind einfach da. Und dann, wenn wir dann reinspüren und einfach mal überlegen, Moment mal, bevor ich jetzt irgendwas nach da draußen projiziere oder kreiere, wo stehe ich eigentlich jetzt gerade? Das ist super hilfreich, denn wie jeder Reisende kann ich meine Reise am besten planen. Kann ich meine Reise am besten fokussieren? Kann ich am besten auf meine Reise gehen, wenn ich weiß, wo ich starte? Denn mir hilft es nichts, dass ich sage, ich möchte zum Nordpol oder ich möchte Richtung Nordstern, meinem persönlichen Nordstern, zu dem ich mich aufmache und zu dem wir in einem der nächsten Impulse kommen, wenn ich gar nicht weiß, von wo ich loslege. Das heißt, mein Impuls für heute wirklich ist, dir einfach mal zu überlegen, wo stehst du gerade und dir vielleicht die verschiedenen Lebensbereiche anzugucken, ob das Privatleben ist, ob das deine Gesundheit ist. Ob das dein Job ist, ob das deine Finanzen sind, ob das deine sozialen Kontakte sind, ob das deine Liebesleben ist, was auch immer dir da einfällt an den Bereichen, gibt es ganz viel, was man sich da machen kann. Es gibt so eine Technik, das Rad des Lebens, wo man dann die Bereiche ausfüllen kann und da wirklich zu so gucken, wo bist du gerade? Und das kann man ganz klasse auf einer Skala von 1 bis 10 machen und man kann auch wirklich einfach mal reinfühlen, zu sagen, okay, Thema Finanzen. Wo bin ich da eigentlich gerade? Wie erfüllt ist das für mich gerade?
was habe ich von dem erreicht, was ich mir vielleicht gewünscht habe, oder was habe ich, was ich wirklich, wo stehe ich da? Um das einfach mal als erstes in den Fokus zu nehmen. Das ist der ziemlich kurze, schnelle Intentionsimpuls für heute. Und morgen geht es weiter mit dem nächsten Intentionsimpuls. Und ich kann euch sagen, wenn ihr dranbleibt, dann wird es bis zur Sonnenwende nochmal richtig magisch. Soweit erstmal von mir. Wenn es Fragen dazu gibt, gerne direkt schreiben, schick mir eine Nachricht. Und wenn ihr jemanden kennt, für den dieser Impuls hilfreich ist, beziehungsweise wo du sagst, hey, der sollte mit dir durch die nächsten Tage in Intentionsimpulsen gehen, durch die nächsten 10 Tage, dann teile diesen Impuls gerne mit der Person. Ich wünsche dir erstmal einen wunderbaren, fantastischen Tag und freue mich darauf, dich spätestens morgen beim nächsten Intentionsimpuls zu sehen. Wenn wir alle wissen, wo wir stehen, dann können wir nämlich gemeinsam den nächsten Schritt gehen. Bis dahin, alles Liebe!